Guten Morgen. Hallo. Ja, heute geht's nach Klausdorf zum Nikolauslauf, wo Pia versuchen wird, richtig, richtig schnell zu laufen. Ich will sie nicht versuchen. Hier, schnelle Brille ist am Start. Genau, das wird Pia auch nicht versuchen, das wird sie nämlich tun. Und wir wollen mal gucken, wie weit sie heute ist mit ihrem 10 Kilometer unter 45 Minuten Plan. Natürlich, das ist erst zum Frühjahr angedacht, das Ziel. Aber wir schauen mal, wie weit es heute wird. Ja, und in der Zeit, nachdem Pia gestartet ist, werde ich ganz gemütlich 5 Kilometer durch die Gegend hüpfen und dann Pia wieder einsammeln. Es sei denn, sie ist so schnell, dass sie mich überholt. Das werden wir dann natürlich sehen. Das versuche ich. Bis später. Tschüss. So, dann fahren wir mal durchs Ziel. Pia ist ein bisschen aufgeregt. Ja, minimal. Bin schon ganz hier inkognito. Warum? Warum bist du aufgeregt, Pia? Das ist immer so. Du sollst doch nur was machen, was du kannst. Laufen. Ja, aber schnell. Ja, das kannst du. Mal gucken, was geht. Keine zu hohen Erwartungen schaffen wir. Hey Nina, das ist dein Podest. Nicht wirklich, eher deins. Glaube ich auch nicht. Aber sind doch wenig Leute verkleidet. Das sah so aus, als wenn das mehr wären eigentlich. So, die letzten Vorbereitungen werden hier gemacht. Wer bist du denn? Der Felix, moin. Der Felix. Felix hat mega geile Schuhe. Felix, wo kriegt man solche Schuhe her? Die sind von Brooks. Die bringen jedes Jahr eine Weihnachtsedition raus. Okay, das ist cool. Ist jetzt auch nicht das einzige Paar, was ich besitze. Alles klar. Da. Und du läufst die 15 Kilometer? Genau. Dann 15 Kilometer, 8 Minuten habe ich noch, aber dann geht's los. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ja, danke. So, Pia ist auch fast bereit. Schnelle Brille, schneller 11. Ja, wunderbar, so muss das sein. Letzten Vorbereitung. Achso, ja, gestreiften Socken sind auch an. So muss das sein. Die vegetarische Kürbissuppe auf die könnt ihr nachher noch genießen. Aber auch Wiener Würstchen wird es geben oder einen leckeren Kaffee und natürlich auch ein Punsch. Gleich starten die 15 Kilometer Läufer, danach gehen die 10er an den Start und dann zwischendurch sind wir 5er dran. Ja, bin ich gespannt. Der Pia ist in den letzten Vorbereitungen, macht sich fertig. Darf ich euch jetzt mal nur einen großen Applaus für den Veranstalter bitte, liebe Läuferinnen und Läufer, bis zum Start. Die Zeit ist klar, die Musik ist klar. Gutes Warm-up, ja. Vier, drei, zwei, eins und los geht's! Die Zehner machen sich bereit. Tim ist auch da. Tim ist nämlich überall. Spalier für die Läuferinnen und Läufer, ein Fahrradfahrer vorneweg, der wird euch den Weg zeigen. Also noch 20 Sekunden für euch jetzt, bis zum Start. 4, 3, 2,
2, 1, und los geht's. Schauen wir mal, wie die Strecke so ist. Ich habe keine Ahnung. Einfach nur ein bisschen laufen und genießen. Ab geht's ins Gelände. Wieder ein bisschen nach oben. Aber das Gute ist, wo es hoch geht, da geht es auch wieder runter. Ganz viele Kinder hier auf der 5 Kilometer Strecke. Voll schön. Also, da kommen wir schon ein paar 15 Kilometer Läufer. Hier scheint sich jetzt der Weg wieder zu begegnen. Ich weiß nicht, ob die Zehner hier auch mit zukommen, aber vielleicht. Eigentlich ist der Weg hier ja auch bekannt, weil Frank und ich hier im Frühjahr mit den Hunden die Wanderung gemacht haben. Und da sind wir ja auch den ersten und zweiten Tag hier im Schwentintal lang gelaufen. Alle links, bitte laufen! So, 10er kommen. Ja, ich glaube, der muss aufs Klo. Wie kann man so schnell laufen? Wahnsinn. Kann uns zwei Leute entgegen. Das haben sie auch was anders vorgestellt hier. Mit dem Laufen. Oder mit dem Ausreiten. So, Kilometer 3. Noch 2,5. Das Ziel. Und ich habe gelogen, ich bin schon mal ein Fünfer gelaufen, nämlich den Störlauf mit Miri zusammen. Also ist auch mein zweiter Fünfer hier. Wobei, das ist gar nicht wahr. Das Ziel ist erst weiter hinten. War noch nichts mit Zieleinlauf. So, das sind 100 Meter und Zielgerade. Los geht's. Wer verbirgt sich da denn dahinter? Das ist Nina Rosemeier, erster Flensburger Lauftreff. Zu dritt über die Ziellinie. Herzlichen Glückwunsch. Der hält das Ziel rein. Habe ich so schnell gar nicht registrieren können. Sein Schiff hat hier nicht ausgelöst. Ich hoffe, das kriegen wir trotzdem mit. Anja! Anja Tees, herzlichen Glückwunsch. Schöne Mütze an. So schnell kriege ich das jetzt gar nicht alles mit. Ich hoffe, ich habe die. Ja, leider ist mir ein totaler Anfängerfehler passiert. Ich habe ganz viel aufgenommen und das dann doch nicht aufgenommen, sondern habe mich irgendwie mit den Knöpfen vertan. Deswegen habe ich auch Pias Zieleinlauf nicht aufgenommen. Aber Pia ist mit tollen 50 Minuten 45 Sekunden im Ziel gelandet. Super! Gleich geschafft, das sieht noch gut aus. Gleich die Schokolade. Oh,
auch schnell noch begleiten hier. Oh ja, einen schönen Tee, das ist gut, danke.